Läuft die Kamera? Es ist mir eine Ehre, von Alex Jones interviewt zu werden, ein Wahrheitssuchender, der für Gerechtigkeit in Amerika kämpft. Er bringt ein Lächeln auf mein Gesicht. Aaron, wann hast du begonnen zu denken, dass etwas auf dieser Welt nicht stimmt? Oder wann hast du begonnen, die Sache mit dem Bankenkartell herauszufinden? Das Federal Reserve System, die neue Weltordnung. Das war eine Reihe von Ereignissen. Ich bin immer eine sehr unabhängige Person gewesen. Ich habe immer an Individualität geglaubt und daran, dass wir auf diese Erde gesetzt wurden, um einzigartige Individuen zu sein, um unser gottgegebenes Potenzial zu erfüllen. Wir können nur unser Potenzial erfüllen, wenn wir frei sind und herausfinden, wer wir sind, wenn wir unsere Fehler machen. Als ich aufwuchs, begann ich mehr und mehr zu begreifen, dass die Regierung mich davon abhielt, Dinge zu tun, die ich tun wollte. Ich war sehr erfolgreich im Damenunterwäschegeschäft. Ich arbeitete für meinen Vater. Er hatte ein kleines Unterwäschegeschäft. Ich kreierte die ersten Damen-Bikini-Höschen im Jahr 1963. Danach eröffnete ich einen Nachtclub in Chicago namens Electric Theater. Die Eröffnung war an dem Tag des Attentats auf Martin Luther King. Die Stadt Chicago stand in Flammen an dem Tag, als mein Club eröffnet wurde, und niemand kam zu meinem Club. Das war das Jahr des Konvents der Demokratischen Partei in Chicago, 1968. Mein Club wurde zu einem Platz zum Abhängen für die Hippies, weil sie nach Chicago kommen wollten, um zu demonstrieren. Eines Abends gab es ein Konzert in meinem Club, um Geld zu sammeln, und die Polizei kam, um eine Razzia durchzuführen, ohne irgendeinen Grund. Ich stand außerhalb des Clubs in meinem Büro und überblickte die Straße. Ich sah, wie all diese Transportfahrzeuge der Polizei vor meinem Club anhielten. Ich war ein 24-jähriger Grünschnabel, ich hatte wirklich keinerlei Erfahrung. Was machen diese Polizeitransporter hier? Dann sah ich, wie all die Polizisten aus den Transportern ausstiegen und meinen Club betraten. Oh mein Gott, das ist eine Razzia. Ich rannte zur Bühne, forderte die Band auf, mit dem Spielen aufzuhören und sagte zu den Leuten im Publikum, es findet eine Razzia statt. Setzt euch auf den Boden und kooperiert. Holt eure Ausweispapiere hervor und kooperiert mit der Polizei. Als ich das sagte, stießen mich zwei Polizisten von hinten auf den Boden und begannen, mich aus dem Club herauszuzerren. Ich rief, Victory, Victory! Ich versuchte, den Helden zu spielen in dem Moment. Ich war jung. Ich sah die Feuerwehr in meinem Club. Die Feuerwehrleute leerten die Mülleimer auf dem Boden aus. Während mich die Polizisten nach draußen zerrten, fragte ich mich sofort, warum tut die Feuerwehr das? Ich verstand das nicht. Als man mich zu dem Polizeitransporter gebracht hatte, griff ein Polizist von hinten meine Hoden und quetschte sie. Ich stieg mit gigantischen Schmerzen in den Transporter. Als die nächste Person den Transporter betrat, schlugen ihm die Polizisten mit dem Schlagstock gegen den Kopf und verursachten einen Schädelbruch. Ohne Grund. Es gab keinen Anlass. Das war dein Weckruf. Das war mein Weckruf. Ich dachte, was geht hier vor? Ich dachte, das wäre Amerika. Ich bezog das Ganze zuerst nur auf Chicago und den Bürgermeister. Ich dachte, das ist nur in Chicago so. Am darauffolgenden Tag war die Sache in den Schlagzeilen der Zeitungen. Mein Foto war in den Zeitungen mit Überschriften wie Electric Theater erlitt Kurzschluss. Eine Polizeirazzia wurde durchgeführt. In dem Artikel stand geschrieben, dass die Razzia durchgeführt wurde, weil die Feuerwehr dort haufenweise Müll vorgefunden hatte und von den Hippies angegriffen worden war. Was überhaupt nicht stimmte. Diese dreckigen... Es war völlig unwahr, eine komplette Erfindung. Das war eine Operation unter falscher Flagge. Ja, natürlich. Ich war schockiert. Ich sagte, Leute lügen auf diese Weise? Leute tun tatsächlich diese Dinge? Ich konnte es nicht glauben. Es war ein Erwachen für mich. Ich erzählte den Leuten im Fernsehen, dass die Behörden gelogen hatten. Niemanden kümmerte es. Niemanden kümmerte, was die Wahrheit war. Es war schockierend für mich. Eine oder zwei Wochen später, ich habe den genauen Zeitpunkt vergessen, kamen zwei Polizisten zu mir. Ein Lieutenant und ein Sergeant. Nein, ein Captain und ein Sergeant. Sie sagten, Mr. Russo, es tut uns leid, wenn Sie in jener Nacht während der Razzia in dem Club verletzt worden sind. Wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass wenn Sie den Club geöffnet halten möchten, das $2000 pro Monat kosten wird. Wir werden Sie jeden Monat besuchen kommen und wann immer wir eine Razzia durchführen müssen,
werden wir sie vorher anrufen und sie es rechtzeitig wissen lassen. Das war Mafia. Die Polizeimafia. Die Sache war sogar noch interessanter. Sie sagten, hören Sie zu, es gibt den A-Plan, den B-Plan und den Super-Deluxe-Plan. Jeder wird so und so viel Geld im Monat kosten. Welchen wollen Sie haben? Was war der Super-Deluxe? Das war der, den ich gewählt hatte. Das war der $2,000 pro Monat-Plan. Ich wählte diesen Plan und zahlte ihnen $2,000 pro Monat und sie ließen mich in Ruhe. Und wann immer sie eine Razzia durchführen wollten, kontaktierten sie mich und sagten, heute Abend wird es eine Scheinrazzia geben, die für die Leute in der Nachbarschaft überzeugend aussieht. Das war deine erste richtige Bildung. Das war meine Bildung über Korruption in der Regierung. Ich dachte noch, das ist halt nun mal Chicago. Ich begriff nicht, dass es im ganzen Land so lief. Das war mein Weckruf darüber, dass Leute lügen, betrügen und stehlen. Ich dachte, jeder wäre immer ehrlich, nett und anständig. Ich hatte keine Ahnung von all diesen Dingen. Eines Tages kamen sie zu mir und sagten, wir können ihr Geld nicht mehr nehmen. Ich sagte, warum, was ist los? Sie sagten, wir müssen ihren Club schließen. Es stehen Wahlen an und der Abgeordnete in der Nachbarschaft möchte nicht, dass der Club offen bleibt. Also können wir ihr Geld nicht mehr nehmen. Ich musste vor Gericht gehen und dagegen ankämpfen. Eines Nachts gab es ein Feuer und der Club wurde nie wieder eröffnet. Der Club wurde dicht gemacht und das war es dann. Man hat meinen Laden niedergebrannt. Das war das Ende von dieser Erfahrung. Ich zog zurück nach New York, wo ich Bette Midler traf. Ich traf sie in einem kleinen Nachtclub, in dem sie spielte, namens The Improv. Ich dachte, sie war großartig und aufgrund einer Reihe von Ereignissen begann ich, sie zu managen. Sobald ich begann, sie zu managen, hob ihre Karriere ab wie eine Rakete. Die Karriere von uns beiden, schätze ich. Wir wurden sehr, sehr erfolgreich und durch meine Managertätigkeit für Bette begann ich, Shows am Broadway zu produzieren und gewann eine Tony-Auszeichnung. Ich produzierte eine Fernsehsendung und gewann den Emmy mit Dustin Hoffman und Bette. Dann produzierte ich The Rose für sie und sie wurde für ihre Rolle für den Oscar nominiert. Das führte dann dazu, dass ich Die Glücksritter produzierte, ein Film, den jeder kennt. Ich denke, es ist der beste Eddie Murphy-Film. Es ist ein guter, ich weiß nicht, ob es der beste ist, aber es ist ein wirklich guter und ich bin sehr stolz, diesen Film gemacht zu haben. Ich denke, ich habe mit Die Glücksritter einen Klassiker im Komödien-Genre gemacht, einen Klassiker im Musical-Genre mit The Rose und einen Klassiker im Doku-Genre mit Freedom to Fascism. Ich bin sehr stolz auf meine Arbeit als Filmemacher. In den späten 80er Jahren war ich ein ziemlich großer Silber- und Goldhändler. Ich denke, ich habe diese Geschichte noch nie vor laufender Kamera erzählt. Ich war ein ziemlich großer Silber- und Goldhändler. Ich habe immer meine Steuern bezahlt und ich setzte einen legalen Betrag meines Silberhandels von meinen Steuern ab. Ein paar Jahre später, ich glaube es war 1988 oder 89, behauptete der IRS, dass das, was ich tat und was andere Leute genauso taten, von nun an illegal wäre. Es wäre nun nicht mehr erlaubt. Sie machten die Änderung rückwirkend. Ich sagte, was meint ihr mit rückwirkend? Es war vorher legal und ich tat, was legal war. Es hieß, ja, wir machen es jetzt rückwirkend illegal. Also schulden sie uns $600,000 oder $800,000. Wofür? Es war legal. Wie könnt ihr etwas rückwirkend machen? Das Gesetz in der Vergangenheit ändern, das macht keinen Sinn. Jeder sagte, der IRS könne das nicht machen und wir gingen vor Gericht mit einer Sammelklage. Der Richter entschied zugunsten des IRS und so konnten sie die Sache rückwirkend machen. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass in Amerika mit dem IRS und dem System etwas nicht stimmte. Aaron, du hast mir die Geschichte letzte Nacht erzählt. Bevor du erzählt hast, dass in den späten 80er Jahren im Steuergesetz rückwirkend stand, wusste ich das bereits, weil der IRS meinen Vater ruiniert hatte. Er hatte bezahlt, aber er hatte nicht begriffen. Er dachte immer noch, dass das hier Amerika sei. Es hieß, sie schulden uns rückwirkend Steuern und darüber hinaus noch Strafzahlungen plus Zinsen. Richtig. Wie können die Strafzahlungen und Zinsen verlangen, wenn sie das Gesetz rückwirkend ändern? Erstens, wie kann irgendjemand so etwas rückwirkend machen? Die Strafzahlungen und die Zinsen sind eine Farce. Die tun, was immer sie wollen. Da hatte ich begriffen, dass Amerika nicht Amerika war. Es ist nicht das Land, über das man mir erzählt hatte. Weil diese Leute tun können, was immer sie wollen. Und es gibt nichts, was die Bürger dagegen tun können. Du hast America Freedom to Fascism gemacht. Ich möchte mit dir über den Film sprechen. Ich bitte jeden Zuschauer, eine DVD davon zu kaufen. Der Film war auch in mehreren Kinos im Land zu sehen.
Und ich denke, es ist der beste Film über die Federal Reserve, den IRS und den ganzen Bankerbetrug. Ich möchte auch zu dem Punkt zurückkehren, über den wir gestern Abend gesprochen hatten. Du gibst Leute nicht den Rat, nicht zu zahlen. Ich tue das Gleiche und Leute meinen, warum sagst du, wir sollen zahlen, wenn du gleichzeitig sagst, dass es Betrug ist? Ich mag die Art, wie du die Sache zusammengefasst hattest. Es ist wirklich ziemlich einfach. Seit ich den Film gemacht habe, kommen viele Leute auf mich zu und fragen, ob sie ihre Einkommensteuer zahlen sollen oder nicht. Und ich rate Leuten nie, nicht zu zahlen. Ich sage ihnen, hört zu, ich habe viel recherchiert. Der oberste Gerichtshof hat entschieden, dass der IRS keine Befugnis besitzt. Der 16. Verfassungszusatz gab dem IRS nicht die Befugnis, deine Arbeit und deinen Lohn zu besteuern. Das ist eine Tatsache. Der oberste Gerichtshof entscheidet über das Gesetz in diesem Land. Der IRS übertrumpft nicht den obersten Gerichtshof. Nichtsdestotrotz, wenn die Mafia zu dir kommt und sagt, wir wollen $2,000 pro Monat oder wir werden dir schaden, dann würde ich dir nicht raten, nicht zu bezahlen, weil du ansonsten zu Schaden kommen könntest. Ob das legal ist oder nicht, ist nicht unbedingt entscheidend. Genauso ist es mit dem IRS. Die können dir schaden. Die können dich ins Gefängnis stecken. Die können dich foltern. Wenn du nicht zahlst, dann wird dir geschadet. Ich sage Leuten, ja, zahlt eure Steuern. Sieh, was mit dem Kongressabgeordneten Hansen passiert ist. Hansen, großartiges Beispiel. Zahlt eure Steuern, aber macht dem Federal Reserve System ein Ende. Dann müsst ihr letztendlich auch diese Steuern nicht mehr zahlen. Der IRS ist ein Symptom des Problems. Das wahre Problem sind die Bankenindustrie und die Banker in diesem Land. Darin liegt das wahre Problem. Das ist die Wurzel unseres Problems. Deswegen haben wir Amerika verloren. Ja, zahl deine Steuern. Denn wenn du das nicht tust, wird man dir Schaden zufügen. Ich habe all die Argumente gehört von den Steuerprotestgruppen und ich nenne sie nicht Steuerprotestgruppen. Ich nenne sie die Bewegung für Steuerehrlichkeit, weil sie wenigstens ehrlich sind. Die Tatsache ist, man wird gezwungen zu zahlen, weil man es mit Haftstrafen zu tun hat, mit der Korruption der Gerichte, wenn man nicht zahlt. Also bezahlt man, genauso wie man die Mafia bezahlt. Wenn man es mit der Mafia zu tun hat, kann man wenigstens auch die Hilfe der Regierung anfordern, um beschützt zu werden. Hier jedoch hat man niemanden, der einen beschützt. Durch das Federal Reserve System haben die Banker so ziemlich die Kontrolle über die Regierung übernommen. Es ist nicht mehr von Bedeutung, ob Demokraten oder Republikaner herrschen, weil die alle gleich sind. Keiner von denen redet davon, dem Federal Reserve System oder den illegalen Steuern ein Ende zu machen. Keiner von denen redet über die Themen, die für uns Amerikaner wichtig sind. Ich hatte einen Freund, Nick Rockefeller, von der bekannten Rockefeller-Familie. Als ich für das Gouverneursamt in Nevada antrat, kontaktierte er mich über eine Anwältin und wir wurden Freunde. Wir begannen, uns über verschiedene Dinge zu unterhalten. Ich habe sehr viel von Mr. Rockefeller gelernt. Eine Sache, über die wir uns zu unterhalten pflegten, war der ultimative Plan der Bankenindustrie, was sie letztendlich erreichen wollten. Das Ziel der Bankenindustrie, nicht nur des Federal Reserve Systems, sondern auch der Privatbanken in Deutschland, England, Italien und im Rest der Welt. Die arbeiten alle zusammen. Das sind alles Zentralbanken. Die sind alle Teil des Kommunistischen Manifests. Die Zentralbank ist einer der Grundpfeiler des Kommunistischen Manifests. Man bezeichnet Amerika als ein kapitalistisches Land, aber gleichzeitig haben wir eine Zentralbank, die alles für uns plant. Die abgestufte Einkommensteuer ist ein weiterer Grundpfeiler des Kommunistischen Manifests. Hier haben wir zwei Grundpfeiler des Kommunistischen Manifests, die aufgrund des Federal Reserve Systems umgesetzt wurden. Das letztendliche Ziel, das diese Leute im Sinn haben, ist die Erschaffung einer Weltregierung, angeführt von der Bankenindustrie, von den Bankern. Das Ganze wird in Abschnitten durchgezogen. Die europäische Währung, der Euro, und die europäische Verfassung, sie sind ein Teil davon. Jetzt versuchen sie das in Amerika zu machen, mit der Nordamerikanischen Union. Sie wollen eine neue Währung schaffen, den Amero. Die Agenda ist es, eine Weltregierung zu schaffen und jedem Bürger einen RFID-Chip zu implantieren. Alles Geld soll sich nur noch in diesen Chips befinden. Es wird kein Bargeld mehr geben. Und Rockefeller sagte mir direkt, dass sie das erreichen wollen. Das ganze Geld wird in deinem Chip sein.
Wenn man anstelle von Bargeld Geld auf seinem Chip hat, können sie jeden Betrag, wann immer sie wollen, entnehmen. Wenn die sagen, du schuldest uns so und so viel Geld an Steuern, dann entnehmen sie den Betrag digital von deinem Chip. Totale Kontrolle. Totale Kontrolle. Und wenn man wie du oder ich dagegen protestiert, können sie deinen Chip ausschalten und du hast nichts mehr. Du kannst kein Essen mehr kaufen, du kannst nichts mehr tun. Totale Kontrolle über die Bevölkerung. Und dieser Chip ist mit einer Datenbank verbunden, in der deine gesamten Käufe und Verkäufe gespeichert sind. Alles ist dort drin. Die wollen eine Weltregierung unter deren Kontrolle. Jeder soll einen Chip haben. All das Geld soll in den Chips sein und sie kontrollieren die Chips. Sie kontrollieren die Leute und du wirst ein Sklave, ein Leibeigener dieser Leute. Das ist deren Ziel, das sind deren Absichten. Aaron, könntest du näher darauf eingehen, wann du Nick Rockefeller kennengelernt hattest, wie diese Unterhaltungen abliefen? Ich kam mit Rockefeller in Kontakt über eine Anwältin, die ich kannte. Sie rief mich eines Tages an und sagte, einer der Rockefellers möchte dich treffen. Ich hatte ein Video namens Mad as Hell produziert. Er hat es gesehen und wollte sich mit mir treffen. Er wusste auch, dass ich für das Gouverneursamt in Nevada antrat. Ich sagte, sicher, ich würde mich gerne mit ihm treffen. Wir trafen uns und ich mochte ihn. Er war ein sehr, sehr intelligenter Mann und wir pflegten uns zu unterhalten, Ideen und Gedanken auszutauschen. Er war derjenige, der mir 11 Monate, bevor 9/11 geschah, gesagt hatte, es würde ein Ereignis geben. Er sagte mir nie, was dieses Ereignis sein würde. Aber auf dieses Ereignis sollte eine Invasion Afghanistans durch Amerika folgen, um Pipelines vom Kaspischen Meer zu bauen. Wir würden im Irak einmarschieren, um die Ölfelder einzunehmen und Militärbasen im Mittleren Osten zu etablieren, um alles zu einem Teil der neuen Weltordnung zu machen. Dann würden wir noch Chavez in Venezuela loswerden. 9/11 geschah dann natürlich später und ich erinnere mich, wie er mir erzählte, dass wir Soldaten sehen werden, welche in Höhlen in Afghanistan und Pakistan nach Leuten suchen. Es wird diesen Krieg gegen den Terror geben, bei dem es keinen echten Feind gibt. Das Ganze wird ein gigantischer Schwindel sein, ein Vorwand für die Regierung, das amerikanische Volk zu kontrollieren. Er sagte dir, dass es ein Schwindel sein würde? Oh ja, keine Frage. Er sagte, es würde einen Krieg gegen den Terror geben und lachte. Wen bekämpfen wir? Warum glaubst du, ist 9/11 geschehen? Und warum ist seitdem nichts mehr geschehen? Denkst du, dass unsere Sicherheit hier so großartig ist, dass die Leute, die 9/11 angeblich durchgezogen haben, kein weiteres Flugzeug crashen können? Komm schon, das ist lächerlich. 9/11 wurde von Leuten in unserer eigenen Regierung, in unserem eigenen Bankensystem verübt, um die Furcht des amerikanischen Volkes weiter anzuschüren, damit die Leute all das tun, was die Regierung will. Darum geht es. Und um diesen endlosen Krieg gegen den Terror zu schaffen. Das war die erste Lüge. Die nächste Lüge war der Einmarsch in den Irak, um Saddam und seine Massenvernichtungswaffen loszuwerden. Das war die nächste Lüge. Das ist ein wenig mehr als 6 Jahre her. Das war 11 Monate vor 9/11? Ja. Und Nick Rockefeller, ein Anwalt, war dein Freund im Zeitraum der Jahre zuvor geworden und sagt dann zu dir, dass es dieses große Ereignis geben wird und dass sich daraus ein Krieg gegen den Terror entwickeln wird und die Sache immer weiter und weiter gehen wird? Richtig. Ein endloser Krieg gegen den Terror, ohne einen echten Feind, sodass man nie einen Sieger festlegen kann. Hat er gesagt, dass der Krieg perfekt sein wird, weil man keinen echten Feind definieren kann? Ja, weil man keinen Gewinner festlegen kann. Es gibt niemanden, den man besiegen kann. Also geht die Sache immer weiter. Die können tun, was immer sie wollen, und sie jagen der amerikanischen Bevölkerung eine Höllenangst ein. Dieser ganze Krieg gegen den Terror ist ein Betrug. Es ist eine Farce. Es ist sehr schwer, das laut zu sagen, weil Leute eingeschüchtert werden, es nicht zu sagen. Wenn man es sagt, nennt man dich einen Spinner. Die Wahrheit muss herauskommen, deshalb mache ich dieses Interview. Der ganze Krieg gegen den Terror ist ein Schwindel, eine Farce. Natürlich haben wir einen Krieg im Irak, weil wir dort einmarschiert sind. Leute dort drüben kämpfen. Aber der Krieg gegen den Terror ist ein Witz. Bis wir herausfinden, was wirklich an 9/11 geschehen ist und wer wirklich verantwortlich für 9/11 ist. Denn das ist, woher der Krieg gegen den Terror stammt. Das ist, wo er herkommt. 9/11 ermöglichte den Beginn. Und bis wir zu den Wurzeln der Wahrheit von 9/11 vordringen, werden wir den Krieg gegen den Terror nicht begreifen. Aaron, mir wurde von Dr. Dennis Cutty und vielen anderen über die Rockefellers erzählt. Man steht als 20-Jähriger in einer Schlange in der Mensa seiner Universität und sieht dort David Rockefeller. Diese Typen sind Experten im Rekrutieren von neuen Spielern.
Ich möchte, dass du darauf eingehst, was du mir gestern Abend erzählt hast. Du bekamst 30% der Wählerstimmen, du hattest Erfolg, du hattest Mad as Hell gemacht. Die wussten, dass du eine verfassungstreue Partei aufgezogen hattest. Die wussten, dass du jemand warst, der etwas unternahm und Dinge auf die Beine stellte. Du hattest mehrere große Filme gemacht. Du hattest viele andere Erfolge und deshalb versuchten sie, dich zu rekrutieren. Haben die irgendwann offen gesagt, wir sind hier, um dich zu rekrutieren, mach dir keine Sorgen, dein Chip wird sagen, leg dich nicht mit mir an, ich bin unantastbar? Ja, das ist passiert. Ich wurde definitiv rekrutiert, aber es war subtiler. In deinen Worten, erzähl, wie der Prozess ablief und was er gesagt hatte. Wir waren Freunde und er war oft zu Besuch in meinem Haus. Wir haben gegessen und gesprochen. Er erzählte mir von geschäftlichen Investitionen, an denen man sich beteiligen konnte. Er erzählte mir von diesem und jenem Investment. Ob ich Interesse daran hätte, dem Council on Foreign Relations beizutreten. Meine Nominierung müsste bestätigt werden, aber hätte ich Interesse daran? Verschiedene Dinge einfach. Er versuchte, mich zu führen. Ich sagte ihm immer, dass ich das niemals wollte, weil es nicht meinen Überzeugungen entsprach. So sehr ich dich mag, Nick, deine Wege sind nicht meine Wege. Wir stehen auf gegenüberliegenden Seiten des Zauns. Ich glaube nicht daran, Leute zu versklaven. Und er antwortete mit, ich aber schon? Es war eher... Es ist besser für die Leute. Es war eher... Wie drücke ich das aus? Was kümmerst du dich um die? Was kümmerst du dich um diese Leute? Was für einen Unterschied macht das für dich? Kümmere dich um dein eigenes Leben. Tu das Beste für dich und deine Familie. Was kümmert dich der Rest der Leute? Die bedeuten dir doch nichts. Das sind nur Leibeigene, das sind nur Leute. Es war einfach ein Fehlen von Mitgefühl. Das war einfach nicht, wer ich bin. Es war einfach irgendwie kalt, weißt du, kalt. Ich sagte immer zu ihm, was ist der Grund für all das? Du hast alles Geld in der Welt, das du brauchst. Du hast all die Macht, die du brauchst. Was ist der Grund für all das? Was ist das Endziel? Und er sagte, das Endziel sei es, jedem einen Chip zu verpassen, die gesamte Gesellschaft zu kontrollieren, damit die Banker, die Elite, die Welt kontrollieren. Ich fragte, glauben alle im Council on Foreign Relations das gleiche wie du? Er sagte, nein, 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 die meisten glauben, sie tun das Richtige. Viele glauben, es sei besser, Sozialismus zu haben. Wir müssen die Leute davon überzeugen, dass Sozialismus in Wirklichkeit Kapitalismus ist. Amerika ist ein sozialistisches Land geworden. Es ist ein kommunistisches Land. Eines der Dinge, die er mir erzählt hatte, er war eines Abends bei mir zu Gast, wir unterhielten uns und er fing an zu lachen. Er sagte, um was glaubst du, ging es bei der Frauenbefreiung? Ich dachte an diesem Zeitpunkt noch ziemlich konventionell darüber und sagte, dass Frauen das Recht zu arbeiten erhalten, gleiche Bezahlung wie die Männer und das Recht zu wählen bekommen. Er fing an zu lachen und sagte, du bist ein Trottel. Ich sagte, warum bin ich ein Trottel? Er sagte, lass mich dir erzählen, worum es dabei ging. Wir, die Rockefellers, haben das finanziert. Wir, die Rockefeller-Stiftung, waren diejenigen, die die Bewegung überall ins Fernsehen und in die Zeitungen gebracht hatten. Er sagte, willst du wissen, warum? Es gab zwei Hauptgründe. Einer war, wir konnten vor der Frauenbefreiung die Hälfte der Bevölkerung nicht besteuern. Der zweite Grund war, jetzt haben wir die Kinder von jungen Jahren an in den Schulen. Wir können die Kinder indoktrinieren, ihnen beibringen, wie sie denken sollen. Das bricht die Familien auf. Die Kinder betrachten den Staat, die Schule und die Amtsträger als ihre Familie und nicht mehr die Eltern. Dies waren die zwei Hauptgründe für die Frauenbefreiung, die ich bis zu dem Punkt als eine noble Sache betrachtet hatte. Als ich deren Absichten dahinter sah, deren Pläne für die Erschaffung der Bewegung, erkannte ich die Finsternis, die hinter dem steckte, was ich für ein nobles Unterfangen hielt. Aaron, wusstest du, dass Gloria Steinem in weltbekannten Büchern inzwischen zugibt, dass die CIA Miss Magazine finanziert hatte? Nein, ich hatte keine Ahnung davon. Davon habe ich nie gehört. Die CIA finanzierte Miss Magazine? Sie finanzierten Miss Magazine mit dem erklärten Ziel, die Frauen zu besteuern und die Familie aufzubrechen. Kein Witz. Davon habe ich nie gehört. Nick hat es mir erzählt und ich wusste, was lief, aber ich wusste nicht, dass die CIA beteiligt war. Gloria Steinem war stolz darauf. Oh, die CIA wollte mir dabei helfen, den Frauen zu helfen. Also haben sie es finanziert. Natürlich ist es die Teile- und Hasche-Taktik.
Sie konzentrierten sich auf richtige Probleme. Frauen wurden auf viele Weisen unterdrückt. Aber die Elite hatte nicht die Absicht, ihnen zu helfen, sondern ihnen die Männer wegzunehmen. Sieh dir an, was sie mit schwarzen Familien angestellt haben. Vor 50 Jahren gab es rund 10% Unehelichkeit in schwarzen Gemeinden. Jetzt sind es über 90%. Betrachte die Sozialhilfe, wir geben dir ein wenig Geld, aber du darfst keinen Mann im Haus haben. Dadurch wurde die Familie weiter untergraben. Jetzt liegt die Unehelichkeit bei über 50% in der Gesamtbevölkerung. Diese Leute kontrollieren das Geld, also stellen sie alle Regeln auf. Und sie setzen alle Regeln durch, die sie wollen. Amerika ist wirklich ein sozialistisch-kommunistisches Land geworden. Jeder sagt, es wäre ein kapitalistisches Land, das ist es aber nicht. Wie kann es kapitalistisch sein, wenn es eine Zentralbank hat? Wie soll das funktionieren? Es ist eine Planwirtschaft. Es ist ein Schwindel. Wenn sie Wohlstand schaffen wollen, dann drucken sie einfach Dollars oder manipulieren die Wirtschaft mit Ziffern in Computern. Das soll dann Wohlstand sein. Man hat keinen echten Wohlstand. Man hat keine echte, verarbeitende Industrie mehr. Man hat nur noch Geld, Kredite, welche reingepumpt werden. Was nur dazu führt, dass sich die Regierung weiter verschuldet. Richtig. Während meiner Freundschaft mit Nick Rockefeller tauschen wir gegenseitig Ideen, Gedanken und Philosophien aus. Er wollte, dass ich Teil von dem werde, was sie taten, dass ich ein Mitglied des CFR werde. Viele geschäftliche Möglichkeiten hätten sich mir eröffnet, wenn ich den Kampf nicht weitergeführt hätte. Ich hätte den Kampf fallen lassen sollen. Was wäre der Grund dafür, dass ich für die Menschen kämpfte? Ich war sehr erfolgreich im Filmgeschäft. Ich sah, was wirklich vor sich ging und versuchte, es den Leuten gegenüber zu vermitteln. Anstelle davon sollte ich zu deren Seite überwechseln, weil ich jemand war, der Dinge bewegte. Anstelle mich gegen sie zu stellen, sollte ich ihnen beitreten. Es war wirklich simpel. Er versuchte mich zu rekrutieren und ich habe das Angebot ausgeschlagen. Wurde er deshalb wütend? Nein. Ich erinnere mich, wie er mir sagte, du trittst uns bei, damit du an der Identifikationskarte einen Chip hast, Aaron, welcher KMA anzeigen wird. Ich fragte, was bedeutet KMA? Er sagte, küss meinen Arsch. Wenn dich ein Polizist anhält und du ihm deine Karte oder deinen Chip zeigst, weiß er, dass er dich in Ruhe lassen muss, weil du einer von uns bist. Warum kämpfst du für die Leute? Worum geht es dabei? Die Leute müssen regiert werden. Die Verfassung, das, wofür du stehst, ist nur für ein paar wenige Menschen möglich. Nur wenige Individuen können so leben. Wir glauben, dass es das Beste für die Gesellschaft ist, wenn sie von einer Elite regiert wird, die alles kontrolliert. Ich sagte, das glaube ich nicht. Ich glaube, Gott hat mich und alle anderen auf die Erde gesetzt, damit wir die besten Menschen sind, die wir sein können. Nicht damit wir Sklaven und Schafe für dich und diese Leute sind. Ich verstehe nicht, warum du alles kontrollieren willst. Was ist die Notwendigkeit dafür? Ich fragte ihn, ob alle Leute im Council on Foreign Relations so denken wie er, und er sagte, nein, viele von ihnen glauben, dass sie das Richtige tun. Sie glauben, dass Sozialismus der beste Weg ist. Sie denken, dass sie das Richtige tun. Die Leute ganz oben kennen alle die Wahrheit über das, was passiert. Also ist die Struktur der Elite ebenfalls unterteilt. Natürlich. Im CFR gibt es 2.000 oder 3.000 Mitglieder. Leute wie Dan Rather wissen nicht, was läuft. Leute wie er treten im CFR bei, weil es prestigeträchtig ist. Sie denken, es ist gut fürs Geschäft. Sie wissen nicht, was wirklich geschieht. Die Finsternis, die aus dem CFR herrührt. Für mich ist das größte Übel das, was im Moment geschieht, weil 9/11 ein Schwindel ist. Wir haben nie die Wahrheit über 9/11 erfahren. Das ist die Frage, auf die ich näher eingehen wollte. Er sagte dir 11 Monate vorher, es würde ein Ereignis geben und all dies würde geschehen. Was ging dir am Morgen von 9/11 durch den Kopf? Wo warst du? Und dachtest du an Nick Rockefeller und was er dir gesagt hatte, als du sahst, wie die Türme fielen? Ich war in Tahiti, als 9/11 geschah. Ich wurde von meinem Sohn angerufen und er sagte, die Zwillingstürme wurden gerade eben angegriffen und sie wären eingestürzt. Ich sagte, wovon redest du da? Ich war auf Tahiti und hatte geschlafen. Er sagte, die wurden von einem Flugzeug getroffen und so weiter. Dort, wo ich mich auf Tahiti befand, gab es keinen Fernseher, also musste ich zur anderen Seite der Insel zu einem Hotel rennen. Dort lief die Sache im Fernsehen. Dort habe ich alles zum ersten Mal gesehen. Ich hatte es nicht sofort auf Nick bezogen, weißt du?
Aber als ich erfuhr, dass wir in Afghanistan und in den Irak einmarschieren, als sich das entwickelte, begriff ich, was los war. Was ist in Europa passiert? Hat man nicht gegen die europäische Verfassung gestimmt? Ja. Die machen das trotzdem. Hat man nicht gegen den Euro gestimmt? Die zogen das trotzdem durch. Denen ist egal, wofür die Leute stimmen. Die tun, was immer sie wollen. Was wir wollen, hat keine Bedeutung mehr. Es ist deren Agenda, deren Pläne, die bedeutsam sind. Ist das nicht ein offensichtlicher Beweis für Tyrannei? Keine Frage, dass wir in einer Tyrannei leben. Keine Frage, dass wir in einer Welt leben, in der der amerikanische Bürger kein freies Individuum mehr ist, welches seinen Wünschen folgen kann. Wir sind Sklaven und es wird schlimmer. Was müssen wir tun, um diese Leute zu Fall zu bringen? Meiner Meinung nach müssen wir dem Federal Reserve System ein Ende machen. Es muss einen Aufstand geben. Es muss einen Aufstand geben. Die Leute müssen sich erheben. Ich kann es nicht alleine schaffen. Du kannst es nicht alleine schaffen, Alex. Wir müssen genügend Leute zusammenbringen. 5% hatten den Krieg gegen die Briten gewonnen. Eine hochmotivierte Gruppe, ich stimme zu. Leute müssen zuerst wütend werden, nicht nur sagen, ja, ich weiß es, korrupt, so ist es nun mal. Wir müssen sauer werden. Leute scheinen nicht den Mut zu haben, das zu tun, was sie tun müssen. Ich möchte nur sagen, dass du einen Haufen Mut hast. Danke, ich weiß nicht, ob ich einen Haufen Mut habe. Ich möchte dir dafür danken, was du für meine Familie tust. Ich habe ein Gewissen, ich habe einen Sinn für Gerechtigkeit. Mich macht das, was ich tue, nervös. Aber ich tue es, weil es keine andere Wahl gibt. Ich könnte nicht mit mir selbst leben, wenn ich es nicht täte. Ich habe mich selbst so ziemlich von Hollywood ausgeschlossen. Leute in Hollywood haben Angst vor mir, wegen dem, was ich tue und den Dingen, die ich ausspreche. Ich folge nicht den Vorgaben. Viele Leute in Hollywood kennen die Wahrheit und wollen sich nicht öffentlich äußern. Ich weiß, dass viele von denen meinen Film gesehen haben und wissen, dass ich recht habe. Sie wollen sich nicht äußern, weil sie alle Angst haben. Jeder hat Angst, weil sie denken, dass das Geld, das sie bekommen, diese Federal Reserve Banknoten, wirklich Geld sind. Sie denken, sie haben einen angenehmen Lebensstil und sie fürchten sich vor einer Veränderung. Sie haben Angst, sich für das Richtige einzusetzen. Bis Leute sich erheben und den Mut haben, zu tun, was sie tun müssen, wird sich nichts verändern. Hoffentlich wird das, was du tust, das, was ich und andere tun, die Veränderung herbeiführen, damit Leute sich erheben und sagen, hey, mir reicht's. Wir haben einen Vorteil. Die brauchen unsere Kooperation. Wenn wir nicht mitziehen, können die nicht gewinnen. Die brauchen immer unsere Kooperation. Wir müssen immer dem Programm folgen. Die versuchen es uns anzudrehen. Richtig, die versuchen es uns anzudrehen. Demokratie, die Mehrheit sagt dies, du musst jenes glauben, tu dies, tu jenes. Der Krieg gegen den Terror, wir müssen Angst haben. Die versuchen immer, uns die Sache anzudrehen, damit wir mitziehen. Sobald wir lernen, nicht mit denen zu kooperieren, gewinnen wir das Spiel. Das ist der Punkt. Kooperiere nicht mit denen. Folgt nicht mehr länger dem Programm. Hört auf. Schließt euch uns an. Du und ich sollten für das Präsidenten- und Vizepräsidentenamt antreten, das Land übernehmen und den Frieden wiederherstellen. Es braucht Staatsmänner wie dich und mich, Leute, die an Freiheit glauben, an Thomas Jefferson, an die Verfassung und an die Gründungsväter, um dieses Land wieder ganz zu machen. Denn im Moment befindet es sich im Griff dieser finsteren Menschen. Man kann es nur beenden, wenn anständige Menschen sich erheben. Hat nicht Edmund Burke gesagt, dass das Böse nur gedeihen kann, wenn gute Menschen nichts tun? Ja. Richtig, wir müssen etwas unternehmen. So sieht es aus. Schweigen ist Gold, aber wenn es um deine Freiheit geht, ist es gelb. Wir müssen aufhören, ängstlich zu sein. Wir müssen uns erheben und tun, was nötig ist. Wir müssen diese Banker, diese Elite, diese verlogene Regierung aufhalten. Die verlogenen Kongressabgeordneten. Leute, die unsere Grenzen zerstören. Stell dir vor, die verbinden Amerika, Kanada und Mexiko zu einem einzigen Land, die Nordamerikanische Union. Und das amerikanische Volk hat keine Ahnung davon. Es ist nicht mal in den Medien. Die reden lieber darüber, wie sich Donald Trump und Rosie O'Donnell gegenseitig beschimpfen, als darüber, dass wir zu einem Land verschmolzen werden. Die Presse berichtet nicht einmal darüber. Die berichten, dass Paris Hilton keine Unterwäsche trägt. Ja, Britney Spears. Ich meine, wen kümmert das? Das zeigt dir, wie gesteuert die Medien sind. Amerika, Kanada und Mexiko werden zu einem Land verbunden und man hört nichts darüber in den Medien. Lou Dobbs ist die Ausnahme.
Ansonsten erfährt man es nicht in der Presse. Es sollte überall der wichtigste Bericht sein. Überall, und man hört kein Wort. Warum? Das zeigt doch, das ist der Beweis, dass die Medien gesteuert sind. Die wollen nicht, dass das amerikanische Volk erfährt, was vor sich geht. Deswegen schützen sie unsere Grenzen nicht. Deswegen verlieren wir unsere Verfassung. Dasselbe Dokument, welches unsere Freiheit garantiert. Ich denke, wenn du die Situation analysierst und begreifst, dass seit der illegalen Schaffung der Federal Reserve im Jahr 1913 ohne notwendigen Verfassungszusatz durch Bestechung von ein paar Senatoren während den Weihnachtsferien eine der wichtigsten Befugnisse der Regierung, die Schaffung von Geld, bei einer Privatbank liegt, dann verstehst du, dass sie das Land zerstört haben. Sie haben die Kaufkraft des Geldes in diesem Land zerstört. Und sie haben Sozialprogramme geschaffen, die dieses Land zerstören. Sie haben die Regierung übernommen, die Demokraten und die Republikaner. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen beiden Parteien. Sie kontrollieren beide Parteien. Es ist ihnen egal, welche Partei gewinnt. Denn wer auch immer fürs Präsidentenamt antritt, wurde von denen ausgewählt. Egal ob Hillary Clinton oder John McCain nächstes Jahr antritt, es wird jemand sein, der tut, was die Elite will. Man kann keine Wahl gewinnen, wenn man nicht genug Geld für den Sieg hat. Die stellen sicher, wer das Geld bekommt. Diese Banker wollen Amerika übernehmen. Amerika war die freieste Nation der Welt. Es war notwendig für die, Amerika zu übernehmen, uns unser Recht auf Waffenbesitz zu nehmen und ein Land zu schaffen, in dem wir Sklaven werden. Sobald sie Amerika übernehmen, ist der Rest der Welt sehr viel einfacher zu holen. Dadurch, dass sie 9/11 verübt hatten, ein Ereignis, um das amerikanische Volk einzuschüchtern, der scheinbare Angriff von Terroristen, wurde eine Welt geschaffen, in der es einen Feind gibt, der niemals festgenagelt werden kann. Man kann die Schlacht nie gewinnen. Es ist ein 100-jähriger Krieg, ein nie endender Krieg gegen den Terrorismus. Man kämpft ewig diesen Krieg. 9/11 war die erste Lüge. Der Krieg gegen den Terror ist die nächste Lüge. Dann der Krieg im Irak wegen Massenvernichtungswaffen ist die nächste Lüge. Eine Lüge nach der nächsten. Jetzt ist der Iran an der Reihe. Die nächste Lüge. Die Truppenaufstockung im Irak. Eine Sache führt zur nächsten. Es geht immer darum, mehr Länder einzunehmen, mehr Dominanz. Es soll sichergestellt werden, dass der amerikanische Dollar und die G8 alles kontrollieren. Sie wollen das amerikanische Volk kontrollieren, alle Menschen auf der Welt. Jeder soll einen RFID-Chip bekommen, damit jeder ein Sklave der Zentralbanker ist. Hast du jemals mit Nick Rockefeller gesprochen, nachdem er dir das alles gesagt hatte und 9/11 geschehen war? Nein. Nein. Er sagte mir, dass Männer in Höhlen herumrennen würden, auf der Suche nach Osama bin Laden. Du wirst Männer sehen, die nach diesen Typen suchen. Er sagte dir, dass alles ein Haufen Bullshit sein würde? Es ist ein Schwindel. Das Ganze ist ein Betrug, ein Schwindel. Hat er dabei gelacht oder ist einfach kalt gesagt? Er hat mehr gelacht, zynisch. Er hat gelacht, darüber, wie dumm alle sind. Wir können tun, was immer wir wollen. Es ist lächerlich, zum Beispiel die Sache mit Al-Zarqawi. Sie haben rund 14 Mal behauptet, ihn getötet zu haben. Und sie sagten nie, dass sie ihn zuvor doch nicht getötet hatten. Inzwischen üben sie geradezu, lächerlich zu sein. Und was war mit Osama bin Laden, der im amerikanischen Krankenhaus an den Nieren behandelt wurde? Ja. Wenn sie gewollt hätten, hätten sie ihn schnappen können. Oh ja. Er war im amerikanischen Krankenhaus. Jedes Mal, wenn unsere Truppen Taliban-Anführer schnappten, würden ihnen von den Generälen befohlen, sie gehen zu lassen. Das kam in den Zeitungen heraus, aber nur vereinzelt hier und da. Pat Tillman hat sich darüber beschwert. Ich habe mit seinem Bruder gesprochen. Oh, tatsächlich. Und Pat wurde erschossen. Es hieß, der große Held hätte einen Angriff gegen Al-Qaida angeführt. Dabei hat man ihn einfach aus nächster Nähe erschossen. Wir haben es mit dem absoluten Bösen zu tun. Solange das amerikanische Volk nicht aufwacht und sagt, wir wollen dieses Böse nicht mehr in unserem Land, wir wollen zu einem Land der Anständigkeit, Integrität und Ehre zurückkehren, werden wir weiter diesem Pfad entlang gehen. Das wird nötig sein. Die Leute müssen sagen, wir wollen in solch einer Welt nicht mehr leben.
Ich denke, wir sollten alle unsere Soldaten aus dem Irak abziehen. Ich denke, wir sollten andere Länder in Ruhe lassen. Andere Länder so leben lassen, wie sie wollen. Aufhören, Demokratie auf der Welt zu verbreiten. Die schlechteste Form der Regierung. Wir stellen die Republik wieder her, so wie sie sein soll, und gehen zu dem zurück, was unsere Gründungsväter uns gaben. Der Punkt ist, wir müssen Leute mobilisieren. Du und ich, Alex, wir können nicht alles alleine schaffen. Du und ich, wir mögen Anführer sein. Wir stehen im Rampenlicht und Leute hören uns zu, folgen dem, was wir sagen. Aber die Wahrheit ist, alle Amerikaner müssen zusammenstehen, mobilisieren und sagen, wir werden das nicht länger ertragen. Ich bin höllisch wütend. Leute müssen sich erheben und die Schlacht kämpfen. Wir beide können das nicht alleine tun. Wir sind nur Anführer. Andere Leute müssen sich der Sache anschließen, Schulter an Schulter stehen und sagen, mir reicht's. Das wird nötig sein, um zu gewinnen. Hört auf, mit der Regierung zu kooperieren, mit all deren Regeln und Regulierungen. Ihr müsst andere aufwecken, Kopien von meinem Film und von deinem Film verteilen. Ihr müsst Leuten erzählen, was los ist. Sieh dir Amerika an. Früher hatten wir 10% Wachstumsrate pro Jahr, so viel wie China momentan hat. Die USA hatte Wachstumsraten von 10%, bis die Federal Reserve kam. Von dort an ging alles richtig den Bach runter. Sie haben den amerikanischen Arbeiter zerstört. Folgendes ist geschehen. Die Federal Reserve hat diese massive Inflation in Amerika geschaffen, was bedeutet, dass der amerikanische Arbeiter mehr Geld verdienen muss, um den steigenden Lebenserhaltungskosten hinterherzukommen. Je mehr Geld sie verdienen, umso weniger konkurrenzfähig werden sie in der Weltwirtschaft. Wir müssen unseren Arbeitern so viel bezahlen wegen den Lebenserhaltungskosten, dass Firmen sagen, zur Hölle mit den amerikanischen Arbeitern, wir gehen nach Übersee und beschäftigen Billigarbeiter. Das ist der Krieg, der gegen die Mittelklasse geführt wird. Natürlich. Die Banker drucken das Geld, es ist wirklich ein Krieg gegen die Mittelklasse. Die Banker drucken das Geld und alles dreht sich um die Zerstörung jeglicher Anhäufung von Reichtum und Unabhängigkeit in privaten Händen. Ja, aber was ich versuche zu sagen ist, durch die Inflation, die sie geschaffen haben, haben sie es anderen Ländern ermöglicht, uns auszustechen. Andere Länder müssen keine so hohen Löhne zahlen wie wir, damit die Arbeiter überleben können. Ja. Wir sind nicht mehr konkurrenzfähig. Wir haben unsere verarbeitende Industrie verloren. Früher mit den amerikanischen Arbeitern. Man wollte nur amerikanische Güter kaufen. Man wollte nicht den billigen Müll aus Japan kaufen. Was bleibt zurück? Die Militärstreitmacht? Die Elite bietet uns ein Geschäft an. Wir werden weiterhin euer Militär aufbauen und euch Heimatschutzberufe geben. Wir werden eure Wirtschaft zur Bulldogge, zum Machtwerkzeug der neuen Weltordnung umbauen. Richtig. Indem sie die Wirtschaft kontrollieren, zwingen sie jeden in diese Position. Das ist genau zutreffend. Es gibt keine verarbeitende Industrie mehr hier. Wir sind eine Dienstleistungsgesellschaft. Wir stellen nichts her. Wir schaffen nichts mehr für den Rest der Welt. Aaron, ich möchte dir für dieses Interview danken. Willst du etwas hinzufügen? Nein, ich bin froh, dir zu helfen. Nenne deine Webseite. Meine Webseite ist freedomtofascism.com. Seht sie euch an. Alles, was ich euch sagen kann, ist, holt euer Land zurück. Stellt die Verfassung wieder her. Lasst diese Banker das nicht länger mit uns anstellen. Erhebt euch, habt keine Angst vor ihnen und tut, was ihr tun müsst.